Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone. Rangliste, Liga, was auch immer. Zu Let's Play Hearthstone Wowerden. Und der Wowerden ist noch ungeschlagen. 7 Siege in Folge. Und ich bin mal gespannt, ob das so weitergehen kann. Mir macht das nämlich echt Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mein Deck selbst erstelle, was mir so viel Spaß macht wie der Wowerden. Ich hatte zwar Hilfe vom Spiel. Aber die Karten, die haben wir uns hart erkämpft. Deswegen Wawadin Teil 3 im Prinzip. Und jetzt machen wir auch die Packung zu Ende, denke ich. Die uns ausstehen, wenn wir dann fertig sind mit den 7 Siegen waren es, glaube ich. Und hey, wir sind schon Stufe 20. Ja, okay. Ein einfacher Knapp ist auch gut für den Anfang. Ist sehr gut für den Anfang. Habe ich letztes Mal ja nur so rausschreien können, dass ich vom einfachen Knappen halte. Der ist nämlich B-O-M-B-E. Bom, 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 Bombe. Pix. Hihihihi. Alles klar. Wir spielen zur Verstärkung die Verstärkung. Weil den hebe ich mir auf. Ich weiß gar nicht, ob ein Druide überhaupt Waffen hat. Aber wenn er Waffen hat, ich glaube, er hat aber keine. Aber auch im nächsten Zug würde ich eher Verstärkung spielen, um ihm ein bisschen auszuhelfen. Und dann kann ich noch den Shieldmeister spielen. Weil mit ihm kann ich dann warten. Er hält einen Mana-Kristall. Dreckig. Richtig, richtig dreckig. Räudig. Und das ist natürlich perfekt. Das spielt mir jetzt schon in die Karten. Es läuft bei uns. Bap, bap. Läuft. Jetzt würde ich auch schon fast nochmal verstärken und den säurehaltigen Schlamm spielen. Weil das drückt schon ganz schön. Okay, jetzt kommt die Münze. Und. Wo soll ich zuschlagen? Shit. Alles klar. Okay, dann ist es halt so. Doch, das kann ich tun. Ich würde sagen, ich bin dem am Rushen, aber das bin ich nicht. Es läuft halt gut gerade. Trotzdem, ich weiß nicht, ob ich im nächsten Zug nochmal Verstärkung rufen soll. Also zwei Mana-Kristalle oder zieht drei Karten. Das ist krass. Aber okay. Da machst du deinen Gestaltwandel und der greift mich an. Okay. Wenn du denkst, das ist richtig, melde mich zum Dienst. Wir kämpfen mit dann machst du das. Ich habe noch einen Echtsilber-Champion, das heißt, ich greife ihn mal direkt an. Ich weiß auch nicht, was hier gerade passiert. Ich war noch nie so gut in Hearthstone. Ich habe ja nichts großartig gespielt. Ich habe ja doch nur meine einfachen Knappen. Ich habe doch nicht mehr. Es läuft einfach mit den blöden, nicht blöden Die Knappen. Wahrheit ist mein Schild. Okay, das akzeptiere ich. Oh, du Fiesling. Du Fiesling. Aber das ist nicht schlimm, das ist nicht tragisch, das ist sogar okay. und zwar hau ich drauf, haut er drauf, damit er weg ist. Haut er drauf, haut er drauf. Nächsten Zug habe ich gewonnen. Müsste. Ich glaube nicht, dass. Selbst wenn er einen 8-8-Spot spielt, bin ich durch eigentlich. Also. Er hat 9 Mana, ich habe 6. Das ist doch unglaublich. Unglaublich. Ich frage mich, ob. Der alte Gott ruft. Euer
frage mich, ob er Cthulhu hat. Ah, okay. Das rettet ihn schon so ein bisschen. Das rettet ihn schon. Gut. Naja, dann spielen wir noch ein bisschen weiter. Und zwar den Wächter der Könige. Jetzt frage ich mich halt, hat er Cthulhu auf der Hand? Weil das wäre natürlich schon so ein kleiner Game Changer. Nee. Ansturm, aber kann keine Helden angreifen. Okay. Wir könnten aber was mit Ansturm entdecken. Ah, verdammt. Okay. Ah, ich hätte das mit Verstohlenheit holen sollen. Ist egal. Dann machen wir es so. Weil ich krieg die Sau. Ich krieg die Sau. Der kann zwar die zwei angreifen, aber beide überleben. Halt er dann mit einem 2-1 und er... Oh, verdammt, jetzt hat er den Spott. Ist okay. Alles cool. Hoffe ich. Er hat halt hohe Kreaturen. Das ist völlig legitim. Ich mach den. Oh. Gut gespielt. Das waren die zwei Schaden, die gefehlt haben. Alles klar. Ingenieurslehrling. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist so... Oh nee. 8 Siege in Folge. Oh. Ich hab mein Glück noch nicht mal begriffen, bis es dann soweit war. Aber klar, ich habe ja auch noch Zauber gehabt. Nee. Uta gegen Jaina. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Die beiden schmeiß ich weg. Okay, Münze Flusskrokolisk ist meiner Meinung nach eigentlich ein guter Spielzug. Er hat nichts. Ragnaros befindet sich wieder in unserer Hand. Ragnaros der Lichtfürst. Gangster. Ich frag mich, was er hat. Das frage ich mich ja auch gerade. Aha. Schau an. Melde mich zum Dienst. Schau an. Ich hätte natürlich eine Idee. Und zwar im nächsten Zug. Einfach mit der Blutelfenklerikerin auf den Flusskrokolisk und den dann angreifen. Weil dann hätte er noch 2 und dann könnte mit dem Feuerschlag nicht so viel passieren. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Außer du machst es mir jetzt kaputt. Er macht es mir kaputt. Was nicht heißt, dass es ganz kaputt ist. Doch. Das heißt es. Weil jetzt kann ich dann so angreifen eigentlich. Okay. Wir machen einen Kompromiss. In den Kampf. Weil ich habe jetzt was Besseres gefunden. Nächster Zug. Segen der Könige. 6-6. Ach du Scheiße. Jaina.
Ich weiß gar nicht, ob wir mit unserer. Doch, wir hatten mit dem Wawa-Din schon mal ein Gespräch mit einer Zauberin. Das lief aber gut. Weil wir haben ja noch nicht verloren. Mit dem Wawa-Din. Das ist ein Undingen. Das kann man natürlich auch machen. Zwei Karten ziehen. Zwei oder drei? Zwei. Hätte schwören können, das waren früher mal drei. Egal. Spielt jetzt keine Rolle. In den Kampf. Wir kämpfen mit richtigen Schaden. Das sind 7 Schaden. Und im nächsten Zug kann ich Blutelfenklägerin und nochmal Verstärkung rufen. Je nachdem, was er spielt, weil ansonsten würde ich auch den Friedensbewahrer spielen. Der wird auch wohl noch ein paar Zauber auf der hohen Kante haben. Okay. Das ist voll in Ordnung eigentlich. Weil dann spiele ich den Friedensbewahrer. Wir kämpfen mit richtigen Schwierigkeiten. Und dann machen wir es so. Dann kann ich im nächsten Zug immer noch die Blutelfenklerikerin spielen. Und wenn der sogar drauf geht, die Blutelfenklerikerin, auf den Friedensbewahrer. Man muss ja seine Pläne irgendwie ausarbeiten, ne? Und nicht nur den Blutelfenklerikerin, sondern auch den Erntegolem. Außer er überlebt. Das finde ich schade. Na, dann würde ich auch Verstärkung spielen. Das finde ich auch schade. Weil keiner überlebt von beiden. Dann eben nicht. Aber auch damit komme ich irgendwie klar. Beim nächsten Zug ist Quatsch, der ist ja noch gar nicht dran. Was mache ich im nächsten Zug? Vielleicht, je nachdem was er spielt, Weihe und Blutelfenkriegerin oder Erntegolem und Echtsilber-Champion, wer weiß? Die Kombos sind da. Die Kombinationen sind da. Es sind keine guten. Es sind Minimalisten-Kombos. Aber es sind meine Kombos. Und hey, sie haben mich nach vorne gebracht. Ein Zauberbrecher, du Lappen. Oh, du doppelter Lappen. Aber das ist in Ordnung. Denke ich. Das ist sehr in Ordnung. Ich komme damit klar. Ich spiele die Weihe und gehe mit 2 silberne Handrekruten rein. Hier. Babum. Bitches. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Dann können wir noch das machen. Dann machen wir das. This is how I roll. Okay. Wir haben hier 8 auf dem Feld. Und hätten mit Echtsilber-Champion sogar 12. Das heißt, solange er keinen Spot spielt, oder einen. Obwohl, den können er sogar kaputt machen. Das wär, okay, Feuerball. Feuerball, alles klar. Noch ein Icewind Yeti, alles klar. Dann spielen wir Grohl. Vorwärts. In den Kampf. Dann spielen wir Grohl. Weil selbst wenn er sich jetzt auf Grohl fokussiert, kann ich dann nachher mit der Blutelf-Klägerin und dem Echtsilber-Champion die 7 Schaden machen. Also ich würde damit klarkommen. Okay. Gut. Ein Spott. Nicht so gut. Aber das ist alles kein Problem. Wir holen raus. Ja, wir müssen echt Silber-Champion rausholen. Das ist jetzt wohl Sache. Das heißt, dann kommt noch der Ritter der silbernen Hand raus. Und dann machen wir das. Jetzt haben wir im Prinzip 4 mehr oder weniger garantierten Schaden.
Außer er spielt noch einen Spot. Und dann haben wir hier nochmal 6. Die Tore sind geöffnet. Und da kommt noch ein Spot. Und da kommen arkane Geschosse. Ah, so ein Glückspilz. Du glücklicher, 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 glücklicher Glückspilz. Das ist hingegen gut. Wobei... Ah, jetzt muss ich nachdenken. Ich frage mich, ob... Spiele ich Ragnaros und einen Rekrut der Silbernen Hand? Ich glaube schon. Aber ich greife nicht an. Weil entweder greift er mich an... Oder lässt es einfach bleiben. Weil ich bin ja wieder vollem Leben. Das ist mir also egal. Ja, mit dem hast du nicht gerechnet. Ich auch nicht. Als ich ihn aus dem Pack gezogen habe. Ogre der Felsfäuste. Okay. Dann soll es wohl so sein. Lord of the Arena. Greift an. Das ist okay. Gut gespielt. Für die Gerechtigkeit. Ja, das hat das auch gemerkt. Sehr gut. Ach. Ich meine, wir haben 5 Packungen erhalten erstmal. Und ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. Sieg Nummer 10 machen wir noch und dann öffnen wir ein paar Packungen. Weil ich möchte jetzt Stufe 18 werden. Damit diese schöne Kiste, ich glaube nämlich morgen endet die Saison oder was, was weiß ich, keine Ahnung. Das wäre saugeil, wenn wir jetzt das noch schaffen würden. Ansonsten mache ich das kurz offscreen. Aber es kann alles weg, das ist zu teuer. 3 oder niedriger. Blutelfen-Klerikerin ist jetzt vielleicht nicht die besten 3, die wir hätten ziehen können. Das ist besser. Es ist Jaina, das heißt, sie hat nicht unbedingt eine, sie hat keine Waffe. Das muss reichen. Der muss halt jetzt so lange überleben. Außer er feuert Feuerbälle. Doof. Naja, darf er sich jetzt aussuchen, ob er den kaputt macht. Darf er sich aussuchen. Und auch den dem er einen Zauber gewirkt habt. Okay. Warte. Verursacht 2 Schaden, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Der Schaden wird zufällig auf alle Feinde verteilt. Ätzend. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ätzend. Kann ich gleich schon einen Echtsilber-Champion auspacken. Das freut mich eigentlich gar nicht. Frostblitz. Ja, top. Gut, pack mal den Echtsilber-Champion aus. Für die Gerechtigkeit. Ja, ich werde wohl Ritter der Silbernen Hand spielen. Also es ist immer, um das Brett ein bisschen zu füllen, ist es ganz gut, auf jeden Fall. Jetzt frage ich mich halt, was hast du? Ach, Feuerball für 3. Geh jetzt aber bloß nicht hier face. Bam! Bitch, I'm back in the house. His house. Das könnte ein hartes Duell werden. Zwischen Cresty und White Light. Yeah. White Light. Was soll ich White.
ewig oft einsetzen. Das finde ich nicht so cool. Das finde ich nicht so cool. Das heißt. Knappe, mir zur Seite. Irgendwann werde ich ein Ritter. Wir machen es so. Ja, ich habe ja eigentlich auch nur eine Karte für den geopfert. 666. Die Karte ist gut. Ernsthaft. Oh. Finde ich jetzt nicht so nett. Mach mal Oger der Felsfäuste. Wenn er jetzt eine Verwandlung schmeißt, wäre ich zufrieden, weil dann könnte ich im nächsten Zug Ruhl schmeißen. Nein! Aha. Scheiße! Ich möchte das Problem erläutern. Er erhaltet jedes Mal einen Feuerballzauber auf die Hand, wenn ihr einen Zauber wirkt. Ist scheiße für uns. Ah, Dreck! Das heißt, jetzt hat er einen Feuerball auf der Hand. Aber Hauptsache, wir haben den aus dem Weg. Das ist wichtig. Ah, und der Feuerball fliegt auf den Spott. Das Dingo. Drecksack. Probieren wir das mal. Ich habe keine Ahnung, was er hat. Die Wahrheit ist mein Schwur. Und ein Geheimnis. Stopp. Erstmal gucken, wegen dem Geheimnis. Okay. Dann kann ich den setzen. Dann. Nee, stopp, 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 stopp. Nee, stopp, 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 stopp. Komm. Ein befreundeter Diener Schiff und ein zufälliger Diener mit den gleichen Kosten herbeigerufen. Muckler, Tyrann des Tals. Er hatte zwei Bananen auf die Hand. Hat er jetzt zwei Bananen? Nee, hat er nicht. Weil er nicht gerufen wurde, der ist einfach so gekommen. Spezialbeschwörung und so, weißt du? Okay. Aber jetzt hat der Muckler. Das ist. Jetzt rusht er mich down, die blöde Sau. Und echt Silber Champion. Für die Gerechtigkeit. Bitte hat er keinen Feuerball. Also Pyro-Schlag. Das wird doof. Jetzt bin ich nicht mehr einsam. Halt mich nicht so an. Okay. Okay, das wird haarig. Das wird ganz schön haarig. Ach, Schund. Also. Für die Gerechtigkeit. Greifen den an. Haben selber nur noch 7. Machen das. Und dann. In den Kampf. Räumen wir auf. Sag ich mal. Oh, bitte hat er keinen Pyroschlag. Kein Pyroschlag, kein Pyroschlag, kein Pyroschlag. Bitte, 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 bitte. Lasst uns handeln. Ihr gebt auf. Na, nein, kein zufälligen Zauber. Eine neue. Stopp. Er ist tot. Er ist tot. Ich mach 19 Schaden, 24 Schaden. Nicht 19. Oh, gut gespielt. Ah! Ja! Ja! Oh yeah! Wir sind nämlich jetzt die alte. Woohoo! Okay, jetzt öffnen wir ein paar Päckchen. Komm.
Wow. 5 Päckchen. Oh, scheiße. Was eine Runde. Brut von so Todesröcheln, vielleicht auch ein Dienern plus 1 plus 1. Okay. Alle Klassen. Dunkelhain-Alchemistin. Kampfschrei stellt 5 Leben wieder her. Ja, ist okay. Also ist okay, doch, auf jeden Fall. Besonders beim Priester. Mal. Vielleicht einem Diener plus 2 plus 2. Zieht eine Karte, wenn es sich um ein Wildtier handelt. Druide. Okay. Selten. Wahnsinniger Frostrufer. Friert einen zufälligen Feind ein, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Okay. Episch. Shit. Verdammnis. Vernichtet alle Diener. Zieht für jeden eine Karte. Holy crap. Das ist stark. Das ist ganz schön stark. Wow. Okay. Das ist eher mäßig. Der Zwielichtälteste ist eine der besten Karten, um C'Thun hochzupushen. Verleiht eurem C'Thun am Ende eures Zuges plus 1 plus 1. Egal wo er sich befindet. 3, 3, 4 und pro Zug plus 1 plus 1. Und wir haben den gerade zweimal bekommen. Das ist geil. Das ist richtig geil. Entstellter Berserker Wutanfall plus 2 Angriff. Der ist gut. Und Zwielicht Flammenrufer. Für Magier fügt allen falschen Dienern einen Schaden zu. Okay, das kann man machen. Selten. Zauberin des Kults. Zauberschaden plus 1. Jedes Mal, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt, erhält euer C'Thun plus 1 plus 1. Alter! Ich überlege mir, ob ich mir vielleicht ein C'Thun-Deck mache. Da müsste vielleicht noch ein bisschen was kommen, aber das ist schon mal nicht schlecht. So ein Magier-C'Thun-Deck wäre eine Idee. Okay, Freunde. Schade. Oh, ist okay. Unheimlicher Schrecken, 6, 10 für 8. Das ist in Ordnung. Okkulte Akolyten. Jedes Mal, wenn ein Charakter geheilt wird, erhält euer C'Thun plus 1 plus 1. Das ist okay. Dunkler Arakor. Sportkampfschrei, den haben wir ja vorhin mal kurz gesehen. Verleiht eurem C'Thun plus 3 plus 3, egal wo er sich befindet. Wilde Wut. Wählt aus. Verleiht eurem Helden plus 4 Angriff in diesem Zug. Oder erhaltet 8 Rüstung. Okay. Selten. Gestörter Grizzly. Nachdem ihr einen Diener herbeigerufen habt, erhält dieser plus 1 plus 1. Das ist geil. Viele Druidenkarten. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Ja! Oh! Ja, schön. Nochmal eine okkulte Akolytin. Ein Moorschleicher. 6-8 Spott. Der ist gut. Klingenkultist. Kombo erhält plus 1 plus 1. Selten. Zauberin des Kults Nummer 2. Das ist perfekt eigentlich, dass wir davon jetzt 2 haben. Und. Golden und legendär! Habt ihr das gehört? Golden und legendär! Herold Volas ruft eine Kopie 1-1 von jedem eurer anderen Diener herbei. Okay. Aber es ist eine legendäre Karte und golden! Wie geil! Oh Mann! Jetzt bin ich ein glücklicher Eddie. Alles klar. Ein gesichtloser Pyromane. Überladung 277. Sehr stark. Noch ein Moorschleicher.
auf der Jagd. Verursacht einen Schaden, ruft einen Mastiff 1-1 herbei. Was ist ein Mastiff? Selten. Schwarzmeerpiraten. Eure Waffe kosten 2 weniger. Selten. Reise in die Tiefe, entdeckt eine Todesröschelnkarte. Und so viel dazu. Wir gucken jetzt mal, was wir als neu haben. Das Mal von Ijarj, gestörter Grizzly und wilde Wut haben jetzt zweimal. Den dunklen Arakor können wir einmal entzaubern. Gut, auf der Jagd. Die Zauberin des Kults. Ein Zwielichtflammenrufer und einen weiteren wahnsinnigen Frostrufer. Sehr, sehr gut. Ach, das ist eine Priesterkarte. Okay. Es ist gar nicht mal so schlecht, weil Priesterkarten, wenn man mal hier ganz kurz guckt, ne, haben hier viel von wegen, der Angriff dieses Dieners entspricht immer seinem Leben. Okay, das jetzt nicht vielleicht. Er hält jedes Mal plus 2 Angriff, wenn ein Charakter geheilt wird. Zum Beispiel, was weiß ich, zieht jedes Mal eine Karte, wenn ein Diener geheilt wird. Also es gibt mehr. Ich habe jetzt nicht so viele, aber damit könnte man mehr machen. Ich bräuchte ihn jetzt nicht, weil ich einfach nicht die Kartenanzahl habe. Aber es kann was werden, hat Potenzial. Dann die 2. Schrägstrich 3, weil es 2 sind. Reise in die Tiefe, Klingenkultist. Dann haben wir hier noch einen gesichtslosen Pyromanen. Haben wir einmal sogar Gold. Ich meine ja nur. Ich wusste nämlich, dass wir davon doch noch einen hatten. Und dann haben wir noch hier die 10er-Karte. Verdammnis! Ich will unbedingt wissen, wie die aussieht, wenn man die einsetzt. Mensch, ey. Und hier noch 6 Karten. Brot von So. Der Zwielichtältester zweimal. Den entstellten Berserker zum zweiten Mal. Schwarzmeerpiratin zum zweiten Mal. Moorschleicher haben wir jetzt dreimal. Das heißt, einmal können wir den ent... Wer hat die Karte gemacht? Matt Damon? Matt Dixon, okay. Und den unheimliche Schrecken. Perfekt. Das lief doch ganz erfolgreich. Ich guck mal ganz kurz, wie 225. Können wir hier vielleicht noch eine Packung kaufen? Sollen wir uns noch eine Packung kaufen? Stopp, ich gucke erstmal, wie viel kostet noch meine Arena? 150. Na, dann lassen wir es erstmal und gucken ein andermal. Ich würde sagen, mein Name ist Eddie Winkmann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt, Let's Play Hearthstone. Das hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.